Neulich im Erzgebirge. Ja, diese Pilze nennt man Fliegenpilze, weil es gibt Leute, die drauf fliegen. Oder damit. Oder die Fliegen sollen drauf fliegen. Nee, für mich ist da ein Widerspruch. Einerseits ein Glückspilz und andererseits soll er giftig sein, wenn man ihn isst. Das ist doch ein großer Widerspruch, oder? Oder hier. Dann nehmen wir den. Der ist braun. Aber braun ist rot jetzt, auf grün. Braun ist jetzt wieder ein koscher. Blau ist eine andere Farbe, da reden wir jetzt gar nicht drüber. Nee, da reden wir nicht drüber. Und zwar geht es hier um diesen blauen Himmel erstmal. Und der blaue Himmel vor schönem grünen Wald im Erzgebirge lädt ein zu einer herbstlichen Wanderung. Und wir bauen sogar etwas Braun hinein. Braun wie das Pferd. Das Pferd. Das Pfad im Erzgebirgischen. Das Pfad ist ein erzgebirgischer Begriff und heißt das Pferd. Jawohl. Und die Mehrzahl vom Pferd, das sind die Pfarr. Wir reiten weiter in die nächste Szene hinein. Der Pfad ist nicht zu wechseln mit Trampelpfad, Trampelpfad, und das ist aber ein ganz anderes Thema. In diesem Sinne, schöne Wanderung durch das Erzgebirge. Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt die Müllerin.